Länger schuften, dafür früher sterben. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Nach neuesten Erkenntnissen führt ein höheres Mindestrenteneintrittsalter auch tatsächlich zu einem höheren Sterberisiko. Das habe ich, meine Damen und Herren, so nicht erwartet. In einer Studie, die am 9. Mai 2023 veröffentlicht wurde, kommen Wissenschaftler der Uni Bonn und Mannheim zu diesem für mich überraschenden Ergebnis, dass ein späteres Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zwischen 60. und 69. Lebensjahr das Sterberisiko tatsächlich pro Jahr späterem Ausscheiden um 4,2% erhöht. Das ist ein wirklich überraschendes Ergebnis. Grund dafür sind körperlich sehr anstrengende Berufe oder aber auch Berufe mit starker psychosozialer Belastung, die können bei späteren Rentenbeginn zu einem früheren Tod führen. Vielleicht, meine Damen und Herren, sollte sich unsere aktuelle oder auch zukünftige Politik, verantwortliche Politik in Berlin, mal diese Studie durchlesen und sich die Frage stellen, ob ein Rentenbeginn mit 70 wirklich das Allheilmittel dafür ist, die Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung zu lösen, oder ob damit nur die Sterbequote der älteren Menschen erhöht wird. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, oder ist das vielleicht auch Teil des großen Plans der deutschen Politik in Sachen Rente? Schuften bis zum Tod, schreiben Sie bitte in die Kommentare Ihre Meinungen. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de, Peter Knöppel.